So ihr Lieben, weiter geht es mit der 5. Etappe meiner Sommerholiday-Tour durch das großartige Ferienprogramm, welches ja bekanntlich vom tollen Jugendbüro-Team zusammengestellt wurde. Im Interview darf ich euch einen großen Basketballliebhaber vorstellen, denn er bot nicht nur das Basketballcamp an. Ich bin der Billy Jackson und habe Basketballcamp gemacht hier in die Ferienprogramm und heute haben wir ein Streetballturnier gemacht. Wie viele seid ihr denn heute eigentlich gewesen? Wir waren ungefähr 16 Leute. Waren denn eigentlich auch Mädels dabei? Waren ein paar Mädchen dabei, ja. Waren so 4 Mädchen dabei. Wie läuft denn so ein typischer Tag im Basketballcamp ab? Wir fangen an mit ein bisschen Aufwärme, Dehnen, ein bisschen Spaß am Anfang und dann gehen wir in Übungen und Drills und dann am Ende spielen wir dann Full Court. Kommst du gebürtig aus Amerika oder lebst du hier in Deutschland? War im Landstuhl geboren, habe ein bisschen Zeit in Amerika verbrungen, für die Highschool fertig zu bringen, den Abschluss. Und dann bin ich wieder zu Hause in Deutschland. Ist denn deine Liebe zum Basketballspielen auch beruflich verbunden? Es ist beides. Es ist mein Hobby und ich mache das beruflich. Lebe nicht davon, aber mache das auch beruflich. Wer Sport macht, muss natürlich auch was Ordentliches futtern. Was gab es denn so alles zum Essen? Oh, das ist eigentlich ganz toll. Da essen wir Cheeseburgers oder Hamburger, gibt es Obst, Getränke den ganzen Tag lang. Wir grillen zusammen draußen und gucken Basketballvideos. Was bedeutet dir die Arbeit mit den Kleinen, wenn man es überhaupt Arbeit nennen darf? Es ist nicht Arbeit, es ist meine Leidenschaft, es ist mein Hobby, ich mache das gern. Ist nicht Arbeit für mich. Was sagst du eigentlich zum Ferienprogramm? Tolle Sache, die machen viele tolle Angebote, nicht nur Basketball, viele verschiedene Sachen für die Jugend. Kleiner Mann, große Kraft. Nanu, wo ist er denn jetzt hin? Dein Abschlusswort, Billy, bitte sehr. Gruß an den Herr Heschler und den Folger und alle Leute, die hier dabei sind und Hilfe, die Jugend was anzubieten. Der nächste Beitrag bekommt übrigens 2 Teile, da die Ferienbetreuung im Mehrgenerationenhaus so anspruchsvoll war und ich so viel gedreht habe, dass es nicht alles in einen Beitrag reingepasst hat. Also freut euch, es wird sehr amüsant mit unseren kleinen Moderatorinnen und Moderatoren.